So, jetzt ist abgespeichert. Und weiter geht's. Ach, mal gucken. Da könnte vielleicht ein Monster hier drin sein. Ich weiß es aber jetzt nicht. Ne, nicht. Hätte ja sein können. Irgendwie so ein Alien-Monster. Nochmal schnell auf die Map geguckt und dann sehe ich, wie ich gehen muss. Na gut, mit B nochmal kurz schnell den Weg nachgucken. Ab, rein, fertig. So. Na gut, zum Aufzug. Und ja, mal gucken. Vorsicht selber. Und ist das? Nee. Oh, gut. Oh, cool. Ein Shop. Jetzt kann ich endlich mal die Credits so richtig schön einlösen. Glaube ich. Und. Ah, super. Ja, 13.700 ist ja eigentlich schon recht viel an Credits. Ich denke mir mal, kann man sich schon was kaufen. Ich kaufe mir ein Sturmgewehr, Energie und Dings, denke ich mir mal. Nee. Nehmen wir so ein Sturmgewehr. Impulsgewehr, wie das heißt. Na gut, ich weiß jetzt noch nicht, was ob ich überlegt. Ja. Und. Wie kaufe ich mir das jetzt? Achso. Zack. Wenn das ist, wofür ich das halte, dann kaufe ich es mir mal. Ja. Und dann. Ja. Ja, wo? Kann man da irgendwie rein? Ja, Glas verschießen bringt ja auch nichts. Ne, Werkbank. Ne, ich arbeite jetzt nicht. Ich bin viel zu faul dafür. Aufgabe erfüllt. Juhu, Kapitel 1, Neuzugänge abgeschlossen. Fortschritt sichern, na klar. Wieder überschreiben. Und weiter geht's. Ja. Wow, das ging ja jetzt wirklich schnell. Bin ich überhaupt? So schnell wie das ging. Guck mal. Ja. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Wenigstens mal ein lebendes Besatzungsmitglied. Das hier für dich aufbewahrt.
cool. Wird mir bestimmt nützlich sein. Auf meinen Wegen. Ja, bah, alles voller Maden. Na egal. Ich frage mich nur, wie Fliegen in ein Raumschiff kommen, aber sind bestimmt so Alien-Maden. Na gut. Funktioniert zumindest schon mal gut. Und weiter geht's. Okay, kann ich auch. Hier sind die alle schön in Leichensäcke eingepackt. Das macht einen glücklich und zufrieden. Und rein. Isaac, hier bin ich. Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist... Okay, dann mache ich das. Einmal Thermit und dann macht's Boom. Zack, rein und holen das Zeug. Ja. Ich finde, das ganze Schiff ist irgendwie so wie ein riesiges Labyrinth voller Aliens, aber naja.